Warum steigen die Aktienmärkte, obwohl gefühlt um uns herum eine Krise zur nächsten kommt? Die Krisen werden nicht mal mehr ausgestanden, sondern die überlagern sich und multiplizieren sich gegenseitig. Nehmen wir beispielsweise die Energiekrise, die wir schon gehabt haben. Die wird jetzt nochmal potenziert durch den Russland-Konflikt, wenn beispielsweise Russland uns das Öl und Gas abstellen sollte. Wir haben die Energiekrise hier auch schon genannt gehabt. Das war im Oktober letzten Jahres. Damals war gefühlt der Markt im Prinzip schon reif für einen Crash, wenn man so möchte, weil überall die Probleme drohten, über den Kopf zu wachsen. Und das ist nicht besser geworden, sondern schlechter. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der Aktienmarkt hier, nachdem er ja tatsächlich gefallen ist, das ist der MSCI World, also ich sage jetzt mal der breite Aktienmarkt, nachdem er hier gefallen ist, hoch war irgendwo im November, ist er jetzt um 14,5%, knapp 15%, ist er jetzt wieder gestiegen innerhalb kürzester Zeit um die 12%. Und da gibt es einfach eine gefühlte Diskrepanz zwischen dem, was der Aktienmarkt macht, denke ich, bei vielen Marktteilnehmern auf der einen Seite und zwischen der wahrgenommenen Realität, die von Krisen geprägt ist, die von ungelösten Krisen geprägt ist, auf der anderen Seite. Und in diesem Video soll es mal darum gehen, warum steigt der Aktienmarkt? Wie kann das sein, obwohl wir doch hier in einer Welt der Unsicherheiten leben und der Krisen leben? Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich bin kein Crash-Prophet, auch wenn man es hier anders meinen könnte. Dabei kommt der Crash. Hier geht es im Gegenteil ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das fällt zugegebenermaßen nicht leicht, wenn man sieht, was hier alles passiert. Wir hatten Corona, wir haben die Zinsanhebungen, wir haben Inflation, wir haben Lieferkettenproblematiken, wir haben die Energiekrise, alles, was du hier lesen kannst und noch vieles mehr. Und dann jetzt nochmal der Ukraine-Krieg obendrauf. Ja, wie kann es sein, dass die Aktienmärkte trotzdem steigen? Da kann man unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Das eine, wo man sich vielleicht von lösen sollte, ist, dass der Aktienmarkt sowas wie eine Moral hat. Das heißt, weil es vielleicht Hungersnöte ausbrechen, weil Menschen in Kriegen sterben, deshalb fallen Aktienkurse nicht. Aktienkurse bewegen sich nur, oder Aktienmärkte werden nur dann sich bewegen, wenn die Gewinnaussichten der Unternehmen sich ändern. In die eine oder in die andere Richtung. Das heißt, wir sind rein profitgetrieben unterwegs als Investoren und wir Investoren in Summe bilden ja den Aktienmarkt ab. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wenn irgendwas passiert, was der Markt noch nicht eingepreist hatte, nicht vorgesehen hatte, wie beispielsweise den Ukraine-Krieg, da hat der Markt wohl nicht dran geglaubt, dann fallen die Aktienkurse erstmal. Aber mit der neuen Realität wird sich sehr schnell angefreundet und wenn es dann nicht weiter schlimmer wird, dann ist das eingepreist und dann steigen sogar die Aktienmärkte tendenziell wieder. Wie kann das so von der Denke eigentlich sein, dass der Markt dann so schnell sich an neue Realitäten anpasst? Das hat unter anderem zum einen psychologischer Effekt sicherlich, dass der Mensch sich schnell an Dinge gewöhnt, aber der Mensch reagiert auch tatsächlich schnell drauf, beispielsweise in Form von Unternehmen, in denen ja Menschen arbeiten. Und Unternehmen sind sehr anpassungsfähige Gebilde. Und wenn man das sieht, da passiert was nicht oder da funktioniert was nicht mehr, was früher funktioniert hat, dann wird eben angepasst. Ansonsten verschwinden ja die Unternehmen. Also sprich, gehen sie pleite. Und die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen wird immer wieder unterschätzt. Wenn wir jetzt beispielsweise an die in Lieferkettenproblematiken denken, an die Preisanhebungen, Stichwort auch Inflation, die ja auch die Unternehmen spüren. Wenn die Materialien für die Produktion teurer werden, dann sind die kurzfristigen Möglichkeiten, die diese Unternehmen haben, eben die gestiegenen Preise einfach weiterzugeben an ihre Abnehmer. Und das sehen wir jetzt auch schon in Breite, dass es passiert, von konservativen Unternehmen wie Unilever bis hin zu ja, Highflyern wie Tesla, die jetzt in kürzester Zeit mehrfach den Preis fürs Model 3 beispielsweise angehoben haben und in Summe um je nach Konfiguration 10% innerhalb von wenigen Wochen, dann ist das die kurzfristige Reaktion, die diese Unternehmen machen können. Sie können auch mittelfristig, langfristig ihre
Strategie anpassen. Mittelfristig wird aus Just in Time, Just in Case, dass man sozusagen sagt, okay, wir haben jetzt nicht nur ganz kleine Lagervorräte vorrätig bei uns, um die Lagerhaltungskosten zu minimieren. Und wir gehen nicht immer nur auf den billigsten Zulieferer, sondern dann gehen wir hin zu Just in Case, dass man sagt, okay, Ausfallsicherheit wird groß geschrieben, lassen wir uns jetzt halt auch ein bisschen was kosten. Zum Beispiel ein besser gefülltes Lager und mit unterschiedlichen Lieferanten zusammenarbeiten, nicht nur mit dem einen, der quasi der billigste war. Schlägt sich dann wieder in der Inflation nieder, dass das die Preise nach oben treibt. So kommt halt eins zum anderen. Aber das ist eine Anpassung bis hin zu, wir bauen jetzt Fabriken wieder in unserem eigenen Land und nicht mehr nur in China, weil es da billiger war, was natürlich auch die Inflation wieder treiben würde. Aber auf unterschiedlichen Zeitebenen haben die Unternehmen unterschiedliche Möglichkeiten eben, sich entsprechend anzupassen. Und wenn es dann nicht so schlimm kommt oder nicht noch schlimmer kommt, dann nimmt der Markt das auch vorweg und dann wird der Abverkauf wieder teilweise rückgängig gemacht und dann sehen wir eben so eine Bewegung, wie wir sie hier momentan am Aktienmarkt sehen, tatsächlich. Und wie gesagt, löst euch von der Denke, dass der Aktienmarkt hier irgendwie schockiert wäre aufgrund menschlichen Leids. Das spielt keine Rolle und unterschätzt nicht die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen. Das sind also zwei Dinge, zentrale Aussagen von diesem Video. Und jetzt ist es aber trotzdem so, dass wir eine erhöhte Unsicherheit haben, dass es jederzeit wieder sein kann, dass irgendwas passiert. Und dann werden die Aktienmärkte wieder abverkaufen, solange bis sie wieder so eine gewisse wieder auf Sicht quasi fahren können. Und dann werden vermutlich die Aktien auch wieder steigen. Ah, eine ganz wichtige Botschaft noch. Ich denke, die Nummer 1 Gefahr oder bis vor kurzem, auf jeden Fall bis zum Ukraine-Krieg, war die Zinsanhebung der Notenbanken, der Fed und jetzt dann auch der Europäischen Zentralbank, glaube ich, die Crashgefahr Nummer 1, das war ist jedenfalls so meine Wahrnehmung. Ich glaube, diese Gefahr hat sich jetzt etwas reduziert, dass das zum Crash führen würde, obwohl wir Zinsanhebungen haben werden, obwohl die Notenbanken ja Zinsen anheben müssen, gerade aufgrund auch der Inflation, um diese zu bekämpfen. Und trotzdem meine ich, dass die Zinserhöhungen jetzt nicht mehr so gefährlich sind für den Aktienmarkt. Und zwar wegen der Inflation, weil man muss sich ja nur in die Lage versetzen eines Investors. Und wenn die Fed jetzt die Zinsen anhebt, um 2% beispielsweise, das kann man alles hier gucken, das habe ich alles irgendwelche Tabs auf, aber ich erzähle es jetzt einfach so, um hier kein Number Crunching zu machen, dann wird die Inflation immer noch so viel höher sein, dass es sich eigentlich aus meiner Sicht nicht lohnt, in Anleihen zu investieren. Also, wir haben jetzt ja die 10 Jahre laufenden Anleihen in den USA, die Staatsanleihen, die bringen jetzt 2% oder 2,2%. Das steht hier irgendwo, hier unten. Okay, sie bringen 2,7%. Oh, ne, das waren schon die 20-Jährigen. Hier sind die 10-Jährigen 2,4%. Aber sind denn diese 2,4% interessant, wenn wir eine Inflation haben? Das habe ich auch irgendwo aufgemacht. Wenn wir Inflationsraten haben in den Vereinigten Staaten von 7,9% jetzt, in United Kingdom 6,2%, in Deutschland über 5%. Was will ich denn da als Amerikaner, bleiben wir beim Amerikaner, was will ich denn bei einer Inflation von 8% mit einer 10-jährigen Staatsanleihe, die mir 2,5% abwirft? Und sogar wenn jetzt in Zukunft das nochmal steigen sollte, der Zinssatz, dann ist es immer noch nicht wirklich attraktiv. Da finde ich, fährt man mit Aktien besser, weil diese Unternehmen sich eben, wie ich schon erwähnte, an die gegebenen Situationen, auch wenn sie sich verschlechtern, relativ gut anpassen kann. Und deshalb meine ich tatsächlich, man ist gut als Normalo aufgehoben, wenn man keine Panik schiebt, wenn man ganz klar trennen kann zwischen den einzelnen Krisen, die da passieren, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Aktienmarkt, der als lebender Organismus, der aus sehr vielen Unternehmen besteht, in denen Menschen sind, die leben, unterscheiden kann. Und wenn man an die Anpassungsfähigkeit und Stärke langfristig des Aktienmarkts glaubt. Und da heißt es dann einfach wieder, man muss das tun, was man eh immer tut, unabhängig oder tun sollte, unabhängig davon, ob das jetzt
latente Krisen gibt in Masse oder ob momentan alles gerade golden zu laufen scheint. Es sind immer die gleichen Grundregeln, die man als Investor, als langfristig ausgerichteter Investor beachten sollte. Man sollte A in Qualitätsaktien investieren, auf Qualitätsaktien setzen, dafür ist der Aktienfinder ja gemacht worden. Und B, man sollte stark überbewertete Aktien vermeiden, zumindest diese nicht kaufen. Ich sage nicht, dass man sie verkaufen muss, wenn man meint, es handelt sich um Qualitätsaktien, dann kann man ja Korrekturen auch aussitzen. Aber diese zwei Grundregeln, die sind eben ganz wichtig. Und das sehen wir beispielsweise auch im Starterdepot. Wenn du hier reinguckst, haben wir ja hier auf unserem Insta-Kanal immer mal wieder auch monatliche Depot-Updates zum Starterdepot. Und dann siehst du hier, das letzte ist eben gewesen, da waren wir nur noch 10,9% im Plus, von 20,1% ist es gefallen. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen aufs Starterdepot, dann sind aus diesen 10,9 wieder fast die 20% geworden. Innerhalb nach so kurzer Zeit haben wir hier eben einen Abverkauf und dann wieder die Erholung. Und das ist im Prinzip das, was wir hier auch vom breiten Markt mehr oder weniger sehen. Und wir als normale Investoren sind komplett damit überfordert. Und man schafft das nicht und schafft meiner Meinung nach niemand, niemand auf Dauer, diese Kursbewegungen vorherzusagen. Es gibt zwar Leute, die reden euch ein, dass sie das können, aber ich denke, das funktioniert nicht und das wäre auch viel zu stressig. Und deshalb mein Rat: Setzt weiter auf Qualitätsaktien und dann wird langfristig höchstwahrscheinlich schon alles gut werden. Diversifiziert dabei, lasst euch von den einzelnen Krisen als Investoren nicht ins Bockshorn jagen und passt so auf euer Geld auf und vermehrt es dann langfristig. Okay, dann würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze wahrnehmt. Also, wie nehmt ihr auch so eine Diskrepanz wahr zwischen dem, was um euch herum passiert in der Welt und zwischen dem, wie der Aktienmarkt momentan reagiert? Hat euch das Video vielleicht ein bisschen geholfen, das aufzudröseln? Oder seht ihr nach wie vor große Widersprüche, die wir dann vielleicht im Kommentarbereich klären können? Okay, hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Dann wünsche ich euch schöne Tage, auf gute Investments und bis zum nächsten Video. Ciao.